Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. Ich würde sagen, diese Folge machen wir irgendwas total Absurdes, anderes, außer das, was wir machen sollen. Und zwar dahin gehen. Wobei, nein, ich glaube, wir kümmern uns diese Folge wirklich schon mal darum, dass wir ein bisschen weiter in der Story vorankommen. Wir können uns ja immer jederzeit noch ein bisschen umgucken. Alter, ist unten so viel Wasser zum Schwimmen. Irgendwas muss da unten auch sein, irgendwie. Irgendwas voll Geheimnis. Hä? Oh. Hä? Okay, so steht zwar, aber ich komme nicht hoch, okay. Das Spiel ist so vermöppet. Und das optisch sowieso. Das Spiel ist so vermöppet. Ich glaube, da unten ist gar nichts. Wenn wir jetzt hier runterspringen, können wir einfach nur ultra weit schwimmen. Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Das Geheimnis der lang entstandenen Sünde. Oh. Ernsthaft? Wie haben die den LKW hier hochgekriegt? Oh. Oh. Ich glaube, das war jetzt nicht das Intelligenteste, was man hätte machen können. Aber ich dachte nicht, dass ich so weit runter segel. Ja. Aber eiskalt. Kilo! Da wollten wir ja schon mal zugucken. Und eine Höhle. Hat das eine Höhle gefunden? Also, hat sich doch gelohnt. Danke. Hat sich gelohnt. Uns fehlt die Ausrüstung dafür. Also. Da haben wir schon wieder ultra spaßig. Boy. Way too hard to believe that we can do this. That's the way that we do this in this way. So, Oh, ja. Keine Ahnung, was hier abgeht. Ah, guck mal da. Ein bisschen Bergung gut und ein bisschen Jucken hier. Das schmeckt ja gut, das schmeckt ja gut, das schmeckt ja, schmeckt ja, schmeckt ja gut. Oh. Sowjetsoldaten. Hier ist was Furchtbares passiert. Ja. Kupferwerkhof entdeckt. Guck dir das an. Tagebuch. Daneben nicht! So ein Typ mit Foto. Das ist ein Typ mit Foto. Diese Inschrift scheint auf etwas in der Nähe zu deuten. Ah. Karte aktualisiert und dann lesen wir das. Propaganda. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Ist das das Münzversteck, was aufgetaucht ist? Ich glaube, ich weiß es nämlich nicht. Sag mal, ja, fahren wir jetzt eigentlich russisch? Nee, noch nicht. Bei weitem noch nicht. Die passende Stufe dafür. Stimmt, wir können ja sprinten. Fällt mir auch gerade wieder ein. Okay, wir müssen hoch. Derum, larum, Löffel, Stiel. Wer nicht sprintet, läuft sehr viel langsamer. Halt. Kennt mehr. Ah, da! Grab es aus! Grab es aus! Ja. Sehr gut. Hier drüber und dann lass uns da runterfallen und dann da herunterkleiden und hier runterkleiden. Da ist noch eine Höhle, kommen wir nicht rein. Gut. Wir haben einiges an Höhlen, kommt bloß nicht rein. Ich mache hier rumzulaufen. Wo müssen wir nun hin? Hallo.
Ich kann sein, dass ich leicht überreagiert habe. Du böser kleiner Wolf, du böser... Hey, ich will den ausnehmen. Ich will den schon ausnehmen, wenn er mich angreift. Okay. Und den hier auch bitte nochmal. Danke. Wechseln wir wieder auf Bogen. Da ist noch ein bisschen Giftpilz. Super. Okay, hier ist nicht viel. Oder wir lassen mal lieber auf der... Oh. Mag ich nicht. Mag ich nicht. Mag ich nicht. Erz. Düm, 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 düm. Okay. Karte. Keine Ahnung, was die mir jetzt anzeigt. Die zeigt mir an. Dokumente und Wandgemälde. Mag ich nicht. Mag dich nicht. Mag dich nicht. Erz. Die Höhle scheint ein bisschen kleiner zu sein. Ach, so war noch der Pilz. Mann, voll die Verarsche. So, ich dachte, es ist ein Wolf. Was war nur der tote Wolf? Viele tote Crazy Wolf Gangs. Alter, diese Windspiele hier mit den Glocken, ey. Alter. Ernsthaft? Was stimmt mit dem? Warte mal. Wie sollen wir denn da hochkommen? Also jetzt mal ernsthaft. Da ist noch ein bisschen Heil. Okay, wir sind. Wir sind full of Heilkraut, ey. Hallo! Lauf doch nicht weg! Ich will doch noch spielen! Ich will noch spielen! Verdammt, das Spiel! Okay, dann gehen wir nochmal hier rein. Falsch rum, da. Doch, darum. Hier rum, larum, Löffelstiel. Wer nicht frisst, der stirbt sehr viel. Oh, sind voll auf Pilze. Also voll auf Pilze heißt das. Herausforderung abgeschlossen ins Dunkel. Okay, was liegt hier? 7 Münzen. Okay. Wir kommen hier nicht weiter. Da ist aber doch was, was ich brauche. Ich hasse dich. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Erz. Das müsste jetzt auch fast voll sein. Das mag ich nicht, Erz. Oder? Wir haben da schon so viel mag ich nicht, Erz gefunden. Boah, wir sind... Part und... Oh Gott, wir haben doch recht viel. Federn brauchen wir nicht, mit Stoff brauchen wir fast auch kein Fell. Aber Kräuter voll. Bergungsgut noch nicht so wirklich voll. 13, ja. Das ist doch schon ziemlich viel, muss ich sagen. Also. Ja, finden wir Schnorkelügen da eigentlich. Ah gut, das wird bestimmt das hier sein jetzt. Kann ich mir gut vorstellen, dass es... Jumping Chicos! Dann eben so Spiel, Mann. Du bist voll möpperig gar nicht. Ich mag dich nicht mehr. Aber wir haben 10.000 Punkte, können wir ja. Oh, da können wir nach der Session noch voll die Punkte aufmachen für den irgendwann super coolen Supermodus, den wir eh nicht spielen werden, außer Kapitelwiederholung. Wir werden auf jeden Fall das erste Kapitel werden wir nochmal wiederholen. Nur um zu gucken, ob man dann alles sammeln kann und damit dann 100% noch kriegt dort. Dass man nicht hier zurück irgendwann kommt. Ach, das Ding hatten wir schon gemacht und sind dann zurückgelaufen. Professionell. Okay, hier geht's hoch. Hoch, habe ich gesagt. Hier geht's hoch, nicht runter, Lara. Hallo? Hallo? Aber. Out. Weißt du, glaube ich auch nicht so intelligent, oder? War das intelligent gerade? Ja, gut, dumm war es jetzt auch nicht, aber ich dachte, unten liegt was. Also war es eigentlich intelligent. Oh. Was steht hier oben jetzt? Ach, das ist das Seil, das hat gar nichts geleuchtet. Okay. Ich werde langsam ein bisschen doof. Komm. Okay, wir sind jetzt hier hoch. Weiterlaufen. Ganz langsam weiterlaufen.
Ist die Frage. Sag mal, was ist denn der Punkt? Der ist da oben. Die Frage, ob es sich lohnt, hier hochzugehen oder ob man eher davon hochgehen soll. Das ist jetzt die Frage der Frage. Herrscht ein eiskaltes Wünschen. Okay, will nichts. Okay, warum auch nicht? Danke, Spiel, du möpst mich schon wieder. Warum ist die Hacke gegangen? Ist hier jemand, der uns irgendwas Böses will? Guck mal, das ist doch ein Fertigungswerkzeug. Nimm's mit. Nehmen nicht. Da liegt aber noch was. Das holen wir uns auf jeden Fall. Mehr von Magina Diabium. Und Bergungsgut, Bergungsgut, Bergungsgut schmeckt gut. Wenn es schmeckt, dann schaust du rein. Hey. Das hat sehr viel Sinn gemacht, ich weiß. Wow, da haben wir ja richtig viel übersehen, als wir da die Abkürzung genommen haben. Also, wow. Hätten wir das jetzt nicht gemacht, dann hätten wir... Ah gut, ein bisschen was verpasst, Alter. So eine kleine Kiste hätten wir da verpasst. Ja, gut, denke ich, hätte mich auch nicht verpasst, weil die hätten wir ja auch so sehen können. Okay, dann... Hüssnefu! Ein russischer Schmonolyt. Die Seilrutsche ins Gefängnis nutzen. Da unten hat jemand etwas eingeritzt. Anweisungen zu etwas Verborgenem. Brauchen wir ja nicht, wir haben volle Federn. Nehmen Sie die Seilrutsche. Funkturm. Ein altes sowjetisches Arbeitslager. Trinity hat es komplett übernommen. Okay, die Seilrutsche. Dummheit siegt, würde ich sagen. Dummheit siegt. Geht drauf! Wo ist der? Ich sehe den nicht. Ach, da oben! Wir heilen uns mal ganz kurz. Das waren die Hunden! Das waren deine Hunden! Oh! Oh, wir müssen hier was drücken. Okay. Und da können wir lesen. Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Okay. Warum nicht? Bringt uns überhaupt nichts wirklich voran. Fehlende Ausrüstung. Das ist das, was ich in letzter Zeit öfters höre. Mir fehlt es an Ausrüstung. Und an Intelligenz. Und sowieso an... Vorratsshop. Nutzen Sie byzantinische Münzen, um den Ausrüstungstechniker von Trinity-Objekten abzukaufen. Okay. Hallo? Hör zu, ich bin auf eurer Seite. Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Diese Leute sind verrückt. Ich habe Ausrüstung gelagert. Sie gehört dir, wenn du zahlen kannst. Ein paar fehlende Dinge fallen dir nicht auf, aber wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben einen Deal? Mal sehen, was ich auftreiben kann. Bereitschaftspolizei, Schrotflinte mit hoher Kapazität zur Bekämpfung größerer Gruppen und ein Militärgewehr, militärisches taktisches Spezialeinheitengewehr mit hoher Schussfrequenz. Pistolen-Schalldämpfer, Universum,
Pulitzer-Pistolen-Schalldämpfer. Entschuldigung. Der Schuss dämpft, sodass der Feind nicht mitbekommt. Wird automatisch in alle Pistolen angebracht. Okay. Steigklemmenantrieb. Ermöglicht rasches Erklemmen von Seilen. Halten Sie die Seilstränge zur Aktivierung X gedrückt. Yep. Gewehrgranatwerfer. Unterlaufgranatwerfer, der Sprenggeschosse abfeuert, wird automatisch an allen Gewehren angebracht. Und Gewehrlaser-Zielfern. Rotpunkt-Laser-Zielfern. Ruhe für hohe Präzision. Wird automatisch an allen Gewehren angebracht. Und ein Karton. Kommando-Outfit. Ein Outfit aus schwarzem Tanktop. Tarnung und taktischen Ausrüstung. Outfit kann im Basislager. Okay, wir holen uns das mal. Ich will nur das Outfit sehen. Eigentlich ist es voll doof, jetzt das. Alternative Outfits. Ändern Sie Laras Kleidung, damit sie sich besser auf ihr Auto, besser für ihr Abenteuer gerüstet, jetzt, ich lasse es lieber. Jetzt habe ich es eh verkackt. Und Fertigungswerkzeug. Upgrade. Upgrade-Werkzeug, das einen weiteren Rang aller Waffen-Upgrades freischaltet. Okay. Kostet doch schweinig viel. Also müssen wir noch sehr viele byzantinische Münzen sammeln. Mein Herr, ich komme wieder. Keine Frage. Und ein Dings zum Lernen. Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn. Sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Hm, anscheinend weiht Trinity nicht alle seine Leute ein. Hm, das ist ziemlich stumm. Wir müssen eh hoch. Okay, dann gehen wir erstmal unten lang, weil unten war ja noch was. Raus mal zum Lager. Wie das neue Auto. Hallo. Hallo Joachim. Ich weiß nicht, ob der Joachim heißt. Ich sag's einfach. Gehen. Wir können irgendwas im Inventar. Ausrüstung können wir herstellen. Tasche. Schon haben wir eine Tasche. Gut. Gut, gut. Eine Tasche, eine Waffe. Waffe. Pistole. Was können wir denn herstellen? Ah, Mündungsbremse. Dann rüsten wir den wieder aus und rüsten das aus. Lederjacke. Die ist nach vorne gerutscht irgendwie, oder? Das mal anziehen. Warte mal auf. Ich glaube, das sieht fast gleich aus, nur ein anderes, ne? Oh ja, das passt super. Passt super in die Gegend hier. Nein, nein, ich möchte nicht. Ich möchte mich nicht umziehen. Ich möchte schon das Outfit hier behalten. Weil wir sind mitten am Arsch der Welt, wo es arschkalt ist. Nee. Wir müssen aber irgendwann nochmal woanders hinkommen. Guck mal, ist. Na gut, hier könnte noch was sein, hier könnte noch was sein und hier ist dann, glaube ich, die warmen Bereiche. Hoffe ich doch zumindest. Die Frage ist, was ist da oben? Breitplatklett. Okay, da kommen wir nicht weiter. Okay. Hat sich ja schon wieder richtig gelohnt. Komm zurück, wenn du noch mehr Gold hast. Ich habe Ausrüstung für dich. Ich glaube, sie sind uns noch nicht auf der Spur, aber sei diskret, ja? Ja, bringt mir noch nichts. Ach, ich wollte gucken, ob ich jetzt wirklich mehr tragen kann. Kann ich jetzt mehr tragen? Oh, ja. Dezent, ein bisschen mehr, aber auch nicht so viel mehr. Hier unten ändert sich, glaube ich, nie was dran. Doch. An denen, die es, glaube ich, halt gibt. Hey. Ich bin so doof zum Klettern. Oh. Und... Geronimo! Und ab in den Knast. Der ist so sicher, der Knast. Die Berichte bleiben aus. Trinity macht sich langsam.
Wir hatten Probleme mit den Einheimischen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir einschreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Sehr gut gelaufen. Sehr gut. Lara, geht es dir gut? Oh, Gott sei Dank. Anna, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich habe doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hol uns hier raus. Irgendwie. Aufhören. Sie hat keine Ahnung. Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben. Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Anna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Es hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich. Stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara.
vorbei! Bastard! Vielleicht kann er einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Okay, ich würde sagen, kommentiert, favorisiert und teilt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Rise of the Tomb Raider. In der 12. Folge dann werden wir die ausbrechen. Aber ich muss jetzt wirklich sagen, dass mit Anna jetzt, ich weiß auch nicht, ich hatte es ja vom Professor gesagt, so wie aus Gag raus, aber hatte ich das schon so viel? Irgendwas stimmt nicht. Ich weiß auch nicht, die hat schon so das typische Gesicht so. Ich bin eh nicht voll wie Speech, die dich voll verrät. Ja, das hätte man ja auch ein bisschen besser. Muss ich ein bisschen besser einbinden können, dass es wirklich einen überrascht, sie ein bisschen mehr entbauen und so, dann ist auch die schon freundlicher aussehen lassen. Ich sah schon aus wie so eine typische Verräterin. Hätte man ruhig machen können, dann hätte man das wenigstens so ein bisschen so. Was? Diese Schlange? Sie will mich verarschen, das ist ja voll unglaublich. Aber naja, man kann ja nicht immer alles haben. Und sowieso nur davon die Hälfte. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich sage Let's Play. Ja, das habe ich schon gesagt, Rise of the Tomb Raider. Bis jetzt so. Bis dann. Guckt einfach weiter. Discovering the secrets of the world is the only way to live.